Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Was bisher geschah. Auch heute schauen wir uns mal wieder die relevantesten News der letzten Wochen an. Ohne viel Zeit zu verlieren, lasst uns direkt mal starten. Im offiziellen WoW-Forum hat Community Manager Kaiwax bekannt gegeben, dass Phase 6 von WoW Classic mit der Implementierung von Patch 1.13.6 am 1. Dezember starten wird. Nur wenige Tage später fällt gleichermaßen der Startschuss für Naxxramas und das Geisel-Event. WoW Shadowlands erscheint außerdem am 24. November. Ob das jetzt taktisch klug so war, Naxxramas und P6 eine Woche später zu releasen, sei mal dahingestellt. Allgemein hätten wir das Ganze allerdings nicht so früh erwartet. Schreibt uns gern mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ach ja, das nächste Video wird auf jeden Fall rund um die Vorbereitung für Naxxramas gehen. Dranbleiben lohnt sich also. Startet schon bald die Burning Crusade Beta? Offiziell ist natürlich noch nichts. Viele Zeichen sprechen aber dafür, dass eine Classic TBC nicht allzu weit entfernt sein könnte. Laut WoW-Head wurde im Code der Battle.net App der Classic Beta Client gefunden. Zwar mit dem Zusatz deprecated, was so viel wie veraltet bedeutet, was jedoch nichts heißen muss, da die Entwickler den Beta-Client ja aktiv wieder hinzugefügt haben. Nachdem Naxxramas jetzt auch schon früher als erwartet erscheint und demnach exakt die Aussage von ehemaligen Nostalrios-Kernteam-Mitarbeiter namens Nano deckt, könnte es sein, dass wir tatsächlich schon im März-April einen The Burning Crusade Beta sehen können. Warten wir das Ganze einfach mal ab. Wird Naxxramas hart? Nachdem man mittlerweile auf dem PTR einige Wings testen kann bzw. konnte, gibt es die ersten Erfahrungsberichte aus den Raids. So sagen einige Spieler, dass die Trash-Gruppen eine riesige Aggro-Range haben sollen und teilweise schwerer als manche Bosse sind. Ähnlich ist es auch schon in Akku 40, siehe den Trash nach den Twins. Diverse Bossfights, wie der gegen Anubrikan, welcher damals schon zu den leichtesten Encountern gehört, oder auch gegen Gothic, sollen mit passenden Gear allerdings relativ leicht zu meistern sein. Auch die Four Horsemen konnten schon besiegt werden, das allerdings nur mit diversen Verlusten und einiges an Consumables. Die vier Reiter haben aber auch eine spezielle Rotationstaktik, welcher so manche Raid erstmal ins Gefühl bekommen muss. Habt ihr schon den Trailer zum kommenden Naxxramas Cinematic von iCarrick gesehen, welcher unter anderem durch seine World of Warcraft Cinematic Remasters Videos bekannt ist? Das Ganze trägt den Namen Awakening und zeigt einen Krieger in T3 Rüstung, welcher sich dem Skelett von Saphiron nähert. Dieser ist der vorletzte Boss in Naxxramas und zählt zu einem der härtesten Encountern aus Classic. Wir haben euch den ganzen Trailer natürlich in der Beschreibung verlinkt. Lasst dem guten iCarrick doch gerne auch direkt mal ein Abo da, um das finale Video rund um Nax nicht zu verpassen. Jeder von euch, der PvP in Classic spielt, weiß, was es für ein Zeitaufwand ist, Rang 14 zu werden. Das Ganze ist meistens nur in etlichen Wochen von Grinden zu meistern. Umso beeindruckender, oder sollten wir sagen verrückter, ist es, dass der Spieler Sundrix vom US-Server Herod direkt mit drei Charakteren gemacht hat. Er sagt selbst, er hat dafür ca. 50 Wochen benötigt. Wir würden mal sagen, jedem das seine und auf jeden Fall ein dickes GZ zu Rang 42? Den Award für das Add-on des Monats bekommt heute das Add-on Nice. Dieses macht nichts anderes, als das Wort Nice in eurem Party- oder Raid-Chat zu schreiben, wenn jemand von euren Mates die Zahl 69 würfelt. Braucht man das also? Eigentlich nicht. Wer allerdings einen schrägen Humor hat, der sollte dem Ganzen auf jeden Fall mal eine Chance geben. Lol, er hat 69 gesagt. Zum Schluss noch ein kurzer Disclaimer in eigener Sache. Der ein oder andere von euch wird es mit Sicherheit schon mitbekommen haben und der Rest hat vermutlich danach gefragt. Wir sind aktuell auf Twitch nicht zu erreichen, was unsere Live-Übertragungen angehen. Wir wurden gebannt, leider. Und ja, auf sämtliche Tickets und Mails von unserer Seite wird leider nicht reagiert. Wenn sich dahingehend also nichts mehr tun wird, werden wir komplett auf YouTube umswitchen. Und spätestens zum Naxxramas Release durchstarten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns doch direkt einen Daumen nach oben und vielleicht ja sogar ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in Naxxramas und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.